Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu dem nächsten Video von Witcher 3. Und mit mir, LeBlob, machen wir uns heute auf den Weg und suchen mal nach den Teilen oder nach der Pflanze, die wir brauchen, um den Greifen anzulocken, und besuchen noch so einen Jäger, glaube ich, ist das, um den auszufragen, wo den die Temerianer waren, das glaube ich. Nee, nicht, das waren nicht Temerianer, das waren doch hier diese, ach keine Ahnung, die Schwarzen heißen die hier, glaube ich. Ja, die wurden eben von einem Greifen angegriffen, kaputt gemacht. Und an die Stelle wollen wir. Und dann legen wir mal los. So. Mal kurz auf die Map gucken. Wir müssen in diese Richtung. Das nehme ich hier ein Quest. Dann gehen wir direkt mal los. Ich mache mir ein bisschen leiser, weil ich ein bisschen zu laut für mich. Ich hoffe, das wirkt sich nicht auf die Aufnahme aus. Ich werde versuchen, hier alles einzusammeln, so viel wie geht, und euch ein bisschen was zu erzählen. Aber ich werde natürlich unterbrechen, wenn irgendwelche Gespräche sind. Habt ihr ja schon in den letzten Videos gemerkt. Ich quatsch da nicht so gern rein. So, wie ist das hier? Ah, okay. Jetzt rennt er und jetzt... Ich will gar nicht, dass er rennt. Wie geht denn das? Ah, okay. Alles klar. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir die ganzen Pflanzen brauchen. Also mit, wenn wir einmal Steuerung drücken kurz, dann geht er. Und sprintet, also rennt nicht die ganze Zeit. Also kann man sich ein bisschen besser bewegen oder drehen. Störe ich? Gar nicht. Gib mir den Zweizahn. Das ist die rote Blüte. Nanu, da kennt sich einer mit Kräutern aus. Das wäre wohl übertrieben. Aber ein bisschen weiß ich. Zum Beispiel, dass Zweizahn giftig ist. In hohen Dosen. Niedrige sind schmerzstillend und bereiten schöne Träume. Und das ist alles, was ich für sie tun kann. Hat der Greif sie so zugerichtet? Lena? Ja. Hat sie nachts angegriffen. Sie ist durch den Wald gelaufen. Nachts? Durch den Wald? Im Krieg? Wegen eines Jungen. Die Jugend tut dumme Dinge der Liebe wegen, weißt du? Die Wunden heilen, aber sie wird trotzdem sterben. In ihrem Schädel sammelt sich das Blut. Dagegen können meine Tränke nichts ausrichten. Ich könnte versuchen, ihr mit einem meiner Tränke zu helfen. Schwalbe kann innere Blutungen beheben. Aber? Hexertränke sind nichts für Menschen. So stirbt sie auch. Ja, meinen friedlichen Tod von deinen Tränken beruhigt. Wenn ich ihr Schwalbe gebe und etwas schief geht, das ganze Dorf wird sie schreien hören. Ich verstehe. Mach, was du meinst. Ich suche Kreuzdorn. Weißt du, ob in dieser Gegend welcher wächst? Mhm. Am Grund des Flusses, wo er am breitesten ist. Aber du weißt, sobald er nicht mehr im Wasser ist... Stinkt er schlimmer als ein 7 Tage alter Kadaver? Das will ich doch hoffen. Ich jage den Greif. Der Kreuzdorn ist der Köder. Es ist seltsam. Vor ein paar Jahren hatten wir Ärger mit Ertrunkenen unter der Brücke. Das ganze Dorf musste zusammenwerfen, um einen Hexer anzuheuern. Wer kann sich denn jetzt die Belohnung auf den Greifenkopf leisten? Hauptmann Peter Saar so und so. Wie schön, dass den Schwarzen an unserem Wohlergehen liegt. Nilfgaard schätzt eines: Ordnung. Der Greif stört sie, also muss er weg. Ja, erst werden sie sich um die Monster kümmern, dann um die Leute. Du bist nicht von hier, oder? In dir steckt so viel Bitterkeit, zu viel für eine Frau, die ihr Leben in einer Hütte mitten im Nirgendwo verbracht hat. Stimmt. Und du hast es eilig. Sonst bräuchtest du keinen Köder, sondern würdest einfach warten, bis der Greif wieder zuschlägt. Ich glaube, wir könnten ein interessantes Gespräch führen.
Nächstes Mal vielleicht. Dann halt kein Gespräch. Ja, Nilfgaarder heißen die. Die bösen Leute. Hatte ich vergessen. So, was macht denn das? Eine kleine Art Glyphe. Verbesserung wird in einer Fassung eines Ausrüstungsgegenstands platziert, um dessen Eigenschaften zu verbessern. Verbessern, mein Gott. Ich kann lesen, ey. Ja, wir haben keine Sockel frei. Oder kein Slot. Gehen wir mal Quest verfolgen, um die Schwalbe zuzubereiten. Vielleicht mal mit der quatschen, vielleicht hat sie was. Geschichte erzählen. Wollt ihr die Geschichte hören? Ich klicke es einfach mal an. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr Geschichten mögt. Klicke ich sie weiter an. Wenn nicht, dann überspringen wir so einen Spaß und können weitermachen. Erzähl mir etwas von dir. Vielleicht deine Geschichte. Die ist traurig. Kennst du den Tempel der Melitele in Elanda? Ob ich den kenne? Ich weiß nicht, wie oft ich dort war, um mich von Mutter Nenneke zusammenflicken zu lassen. Dann haben wir uns wohl verpasst. Ich habe bei Mutter Nenneke die Heilkunst studiert. Ich war erst 18, als sie mich aufnahmen. In diesem Alter ist die Liebe viel interessanter als irgendwelche Lehren. Da war ein Junge, Goslav. Er arbeitete mit nacktem Oberkörper. Die Novizinnen konnten die Augen nicht von ihm lassen. Sie stolperten über ihre Füße und ließen alles fallen. Ich verließ den Tempel für ihn. Wir verbrachten einen herrlichen Sommer zusammen. Und dann ging er fort. Nenneke weigerte sich, mich wieder aufzunehmen. Meine Eltern sagten kein Wort. Sie gaben mir nur einen Reiseumhang und eine kleine Geldbörse. Ich kämpfte lange, um einen Ort zu finden, an dem ich mich sicher und nützlich fühlte. Bis ich hier ankam. Ende der Geschichte. Ja. Hast du irgendwelche Kräuter zu verkaufen? Ich finde sicher etwas. So, gucken wir mal. Und zwar... Weiße Möwe, das sind ja hier die alchemistischen Rezepte und die sollten wir nach Möglichkeit alle kaufen, wie ich das in meinem letzten Spielversuch, also in meinem ersten Durchlaufversuch festgestellt habe. Und dann würde ich sagen, Weiße Möwe, Zwergenschnaps, Zwergenschnaps ist ganz gut. Voll absurd. Mittagserscheinungsabsurd. Herausgerissene Seite. Achso, ja. Greifen. Mhm. Greifen. Eigentlich wollen wir den Greifen töten, also kaufen wir uns das Ding am besten. Zack. Und was anderes können wir uns nicht mehr leisten. Nicht schlecht. Aber wir werden uns die Dinger hier alle kaufen. Irgendwann. Schwefel. Die hat doch hier Schellerkraut. Nee, diese Pflanze, die wir brauchen, hat sie jetzt auch nicht. Aber wir haben die ja gesammelt gehabt. Und zwar doch Schellerkraut. Ich glaube, wir brauchen doch Schellerkraut. Heißt es Schöller? Schellkraut, ja, mein Gott. Gewöhnt euch dran, ich bin kein... Nicht so der beste Typ im Lesen, aber wir werden schon schaffen. Irgendwie, Moment, das war J, L, L, okay. Wir brauchen Schwalbe. Völkraut, ertrunkenen Hirn und Zwergenschnaps. So, Zwergenschnaps konnten wir vielleicht bei ihr kaufen. Gucken wir mal. Hast du irgendwelche... Ich finde sicher etwas. Ja. So, Zwergenschnaps. Hat sie nicht, ne? Zwergenschnaps hat sie nicht. Aber dieses super geile Kraut hat sie. Das nehmen wir doch mal. Wir brauchen noch eins. Okay. Und Alchemie. Walbe. Davon haben wir genug. Jetzt brauchen wir noch einmal Zwergenschnaps und ertrunkenen Hirn. Leb wohl. Gehen wir das Ganze mal suchen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal irgendwo hier hin. Mit der rechten Maustaste kann man übrigens diese Markierung setzen, das ist auch ganz nett. Das?
nichts Besonderes, okay. Genau, die Bienen, die verletzen einen. Und dann können wir ganz gediegen einfach mit Igni-Zeichen hergehen und verbrennen. Und dann haben wir schon Honig. Ach, die Landschaft ist der Hammer und die Wettereffekte, alles. Ach, hier kamen wir so ein Nebenquest. Schlüssel verloren, meine Liebe? Nein, nicht den Schlüssel. Meine Pfanne. Die Hütte steht leer. Stand sie jedenfalls bis zum Abend vor der Schlacht. Dann lief ein Mann da rein, der tat, als gehöre ihm alles. Stand später an meinem Fenster und lugte hinein. Muss mich gesehen haben, denn als nächstes kam er direkt auf mich zu. Da schnappte ich meine Pfanne zum Schutz. Aber er sagte nur höflich, meine Liebe, hättest du wohl etwas Birkenrinde oder Blaubeeren, vielleicht auch ein paar Kohlen? Ich sagte, nein. Und du bist ja verrückt, dass du die Leute nachts um solchen Schnickschnack bittest. Aber ich sah, dass er gar nicht zuhörte. Er starrte auf die Pfanne wie eine Elster auf den Kopper. Leih sie mir, Mütterchen. Ich geb sie dir morgen wieder. Da hab ich gestaunt. Was will er denn nachts braten? Aber ich hab ein gutes Herz. Da hab ich sie ihm gegeben. Interessant. Interessant. Und was geschah dann? Vor Tagesanbruch kam noch ein anderer angeritten. Aber morgens brach nur der erste Mann auf, verschloss die Tür, sprang auf sein Pferd und ich habe weder ihn noch meine Pfanne wiedergesehen. Sie war alt und verrußt und nicht viel wert, schätze ich. Aber eine andere habe ich nicht. Willst du mir nicht helfen, Jungchen? Einer alten Witwe die Pfanne zurückbringen? Ich kriege diese Tür nicht aufgebrochen. Und ich habe auch Angst. Es stinkt so schlimm. Ich glaube, der andere Kerl, der liegt da noch drin. Mein erster Pfannenauftrag. Gut, ich gehe mal rein und sehe mich um. Du solltest lieber hier warten. Nur für den Fall. Folgen wir auch diesen Quest mal. Da nichts. Gut, dann nehmen wir einmal Art. Dass er die Oma angreift, verstehe ich nicht. Naja. Alles aufnehmen. Rechte Maustaste, wunderbar. Dann zeigt er uns schon die Gegenstände an, die aufnehmen können. Oder Interaktionsmöglichkeiten. Eine Leiche. Das erklärt den Gestank. Monokel mit Sprung. Interessant. Wie bitte, mein Lieber? Nichts, nichts. Wie bitte? Die Oma, ey. Seine Kehle, er wurde erdrosselt. Dann einige alte Narben. Wie bei einem Soldaten. Und wenn ich mit mir selbst rede, heißt es, ich wäre übergeschnappt. Die Oma ist die Beste, Mann. Total Hammer. So. Hier ist die Pfanne, aber wir gehen erstmal hier untersuchen einmal. Dokumente. Fast komplett verbrannt. Ein paar Fetzen sind noch leserlich. Hast du die Pfanne gefunden, ja? Ah, die unbezahlbare Bratpfanne. Hm, sauber geschrubbt. Der geheimnisvolle Mann hat wohl weniger die Pfanne gebraucht, als vielmehr den Ruß zum Tinte machen und Briefe schreiben. Hast du die Pfanne gefunden, ja? Hatten die das nicht gefixt, dass man, wenn man neben einer Kerze steht und einen
Gegenstand, den man irgendwie interagieren kann. Dass er dann eher den Gegenstand anvisiert. Und nicht überall. So. Hier, deine Bratpfanne. Meine? Aber die war völlig verrußt. In dieser hier könnte ich mich spiegeln, wenn ich wollte. Aber die Zeiten sind lang vorbei. Der Mann hat den Ruß gebraucht. Er hat ihn abgeschabt, um Tinte daraus zu machen. Musste wohl dringend einen Brief schreiben. Und hat eilends ein paar andere Dokumente verbrannt. Und der andere Mann? Er ist tot. Ruf ein paar Jungs und begrabt ihn beim Dorf. Aber tief, damit die Leichenfresser ihn auch nicht ausgraben. Ich rate euch gut, sagt den Schwarzen nichts von der Sache. Warte mal, du hast dir ein Zeichen meiner Dankbarkeit verdient. Hier, Söhnchen, für die Reise. Ich brate mir einen Weißfisch zum Essen. Wunderbar. Wir haben einen Quest geschafft und wir gucken mal in unser Inventar, was wir so Schönes aufgenommen haben. So, noch ein Runenstein. Wird in ein Schwert eingesetzt und wir haben hier einen chimärischen Dolch aufgesammelt, der uns ein bisschen mehr Schaden gibt. Umschalten, halten, vergleichen. Ja, den nehmen wir doch, oder? Wir haben zwar Rüstungsdurchbohrung auf unserem Schwert, aber das macht dann nichts. Können wir den Geralt drehen? Nee. Ja, geht doch. So, Honig, bisschen hiervon, bisschen davon, was ist das? Waldkauz. Beschleunigt die Regeneration der Ausdauer. Mhm. Objekt, das zum Abschließen einer Quest gebraucht wird. Silbermonokel. Mhm. Fleisch und ein paar Pflanzen. Gut, die müssen wir uns extra angucken. Immer diese Sucherei zum hier markieren, damit der Ding da weggeht. So, verbrannte Papiere. So, da bin ich wieder. Hallo Leute. Tut mir leid, das Telefon hat geklingelt. Ich werde mal so einen Cut zwischendurch machen. Mal gucken, ob das zu sehr auffällt oder nicht. Diese Dokumente, ich weiß nicht, wie wir das handhaben sollten. Ich bin nicht der beste Leser, wie ihr schon gemerkt habt. Ich würde sagen, ich werde die kurz einblenden oder dann rausschneiden, während ich das lese. Und dann könnt ihr Pause machen, selber lesen. Oder ich lese es euch vor, wenn ihr das wollt. Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten werde ich das einfach rausschneiden. So, hier geht es halt darum irgendwie, dass so ein Typ sich über irgendeinen anderen beschwert, dass er irgendwie zu irgendeinem Treffen nicht gekommen ist, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. So, wir haben uns ein Schwert ausgerüstet und wir wollten eigentlich unsere Quest weitermachen. Dann gucken wir mal kurz auf die Karte, wenn ich die jetzt finde. Weltkarte hier. Und jetzt müssen wir einen Tauchgang machen, um das Kraut zu finden. Ich habe schon wieder vergessen, wie dieses Kraut heißt. Kreuzdorn heißt es, genau. So. Zwergenschnaps. Wir haben Zwergenschnaps gefunden. Wunderbar. Jetzt fehlen uns nur noch das ertrunkenen Hirn für die Schwalbe und dann könnten wir die Frau versuchen zu heilen. Zack. Dann geht's mal los hier. Wie tauche ich? Mit C. Wunderbar. Tada. Blub, 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 blub. Da haben wir doch irgendwo was. Nein. So. Ja, brauchen wir noch mehr? Weiß ich gar nicht. Könnte mal hier ein bisschen rumschwimmen. Kreuzdorn. Können wir hier noch irgendwo was aufnehmen? Sieht nicht so aus, ne? So, mit Leertaste tauchen wir wieder auf. Also, wir haben ein gutes Stück weggeschwommen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt irgendwo am Ufer entlang und töten ein paar Ertrunkene. Dann können wir direkt Schwalbe bauen. Das ist auch gleichzeitig ein Trank, den wir verwenden können, um uns zu heilen. Also ich sage immer wir und uns. Damit meine ich euch und nicht meinen unsichtbaren Freund hier neben mir.
aufnehmen. Wertvolles Fossil. Hm? Ein Fossil. Okay. Ah, wie rufe ich denn Plötze? Ja, ist Essen, geh. Nein. Ja, da muss ich doch mal kurz in die Steuerung schauen. Nein, das war auf X. X, hier, da ist Plätze. Wunderbar. So. Doppelt Leertaste heißt schnell reiten, galoppieren. Wunderbar. Alles wird gut. Alles wird gut. Du sagst es. Komm. Stell dich nicht so an. Na, hier geht mir nicht lang. Eigentlich würde ich gerne. Gute Frau, geht's hier nach Wüsima? Wo ist denn das, der Fluss nochmal? Da drüben. Wir reiten jetzt einfach mal zum Fluss und hoffen, dass wir dort Ertrunkene treffen. Ja, wir waren hier, ich weiß. Wir waren hier gerade eben. Da drüben müsste es welche geben. Ist ja gut, komm. Da sind welche. Hallo, mein Freund. Zack. Tot. Von der ertrunkenen Zunge. Schlüssel. Okay. Oh, da ist noch so einer. Ich will direkt mal töten gehen. Können wir nichts aufsammeln. Schade. Macht ja nichts. Wir tauchen? Ja, müssen wir. Eine Truhe. Zack, alles aufgenommen. Moment, ich muss wieder husten. Ja, der Raucherhusten. Alles nicht so astrein. So, da drüben waren noch Ertrunkene irgendwann mal. Dann können wir so lange mal kurz ins Inventar schauen, was wir so aufgenommen haben. Ein Schlüssel. Militärbefehle. Ja, die müssen wohl irgendwo an die... Ja, dem Typen darf nichts passieren und bla bla. So, wir haben hier ein paar Sachen aufgenommen. Was ist das denn? Mhm. So eine temerische Auszeichnung. Zack, 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 zack. Die Sachen. Und wir suchen weiter nach Ertrunkenen. Herrlich. Ich glaube, wenn man sie nicht braucht, hat man die im Überfluss irgendwo überall. Wenn man die gerade sucht, findet man sie nicht. Ach, Mist. Ja, fährt schon her. Kam jetzt du denn rum im Wasser? Weiter so, Plätze.
Irgendwie. Das Wasser will er nicht. Tief. Sie. Keine Ahnung, wie ein weibliches Pferd heißt. Pferd einfach, oder? So, hier haben wir diesen Kerle da gefunden, der mit dem Greifen da, glaube ich. Wir hinterlassen sogar Spuren. Wie cool ist das denn? Ah, da Ertrunkene wieder. Herrlich. So, wir brauchen Igni. Komm schon. Oh, wir sterben bald. Oh, das war knapp. Das war sowas von knapp. Und wir haben ertrunkenen Hirn. So, nochmal. Das war super knapp. Und jetzt können wir... Einmal Schwalbe bitte. Zack. Und ins Inventar. Und dann können wir Schwalbe hier ausrüsten. Anstatt vom Brot. Und was ist das? Wasserflasche. Wasserflasche tun wir raus. Komm. So. Gegrilltes Hähnchen können wir essen. Tada. Auf dem Sterbebett. Bett. Gehen wir den lang hier. Schwimm. Wo ist er? Wo ist sie? Mein Gott. Der Gaul. Lauf, Blitze. Erstmal umreiten hier. Die Könige mögen zwar kämpfen, aber die Bauern. Wie, du kannst da nicht drüber hüpfen. Ach komm schon. Also manchmal ist die Steuerung schon ein bisschen blöd hier. Ja? Ich habe einen Trank für Lena. Schwalbe. Erstes Frühlingszeichen, Symbol der Wiedergeburt. Wie passend. Mal sehen. Ich sagte ja, er kann auch schaden. Sogar sehr. Bei mir wirkt er sofort. Aber mein Stoffwechsel läuft schneller. Bei ihr dauert es ein paar Tage. Warum hast du nun doch so entschieden? Ich fand es besser, als nichts zu tun. Ich mag dich, Hexer. Hier,
Ein kleines Geschenk, weil es dir nicht egal ist. So. Gut. Dann hoffen wir mal, dass die Kleine überlebt. Wir haben 100 Geld. Weiß nicht, wie die Währung hier heißt. Weiß gar nichts irgendwie, ne? Schweiß und Blut. Enthält Zusatzinformationen. Ja, wir haben Bestien-Eintrag gekriegt. Dabei. Bestien ist B. Ja. Wölfe, Geister, Mittagserscheinung, Nachterscheinung, Pestmaid, Wölfe, Hybriden, Ertrunkene, Ghule. Wunderbar. Dann wollten wir diesen Typen mal besuchen, oder? Den Jäger. Da, unser Pferdchen, komm schon. Heya! Heya! Das funktioniert nicht, der springt. Ich geb's auf. Das Pferd hüpft einfach nicht drüber. Jemand zu Hause? Muss wohl auf der Jagd sein. Die Spur ist frisch. Mislav ist gerade weggegangen. Dann folgen wir mal der Spur, ganz unauffällig. Da ist er. Bist du Mislav? Hörst du das? Wölfe? Nein. Wilde Hunde. Ja, gefährlicher als Wölfe. Hunde gefährlicher als Wölfe? Wohl kaum. Es stimmt. Weißt du warum? Nein, aber du wirst es mir wohl sagen. Wölfe jagen, um zu fressen. Wilde Hunde töten zum Vergnügen. Genau wie Menschen. Ja, sie haben viel von uns gelernt. Warum nicht auch Grausamkeit? Ich bin eher Großwildjäger. Die Nilfgaarda, die der Greif getötet hat. Wo hast du sie gefunden? Ah, verstehe. Du bist ein Hexer. Der Monsterschlechter, von dem sie im Dorf reden? Mhm. Ich zeig's dir, sicher. Aber ich muss diese Köter töten, bevor sie jemanden verletzen. Hilfst du mir? Falls es dir nichts ausmacht, dir an ihnen die Silberklinge stumpf zu machen. Sicher. Der Greif läuft ja nicht weg. Nein, ja. Aber die Hunde vielleicht. Seien wir leise. Komm. Der Greif läuft nicht weg. Sind diese Hunde schon länger ein Problem? Seit Anfang des Krieges. Soldaten unterwegs. Vergewaltigen Frauen. Erwürgen sie. Töten ihre Männer zum Spaß. Sogar Kühe schlachten sie. Aber Hunde? Vielleicht ein Tritt im Vorbeigehen. Nicht mehr. Und die Streuner bilden dann Rudel. Sie sind ausgehobt. Zu spät. Noch ein Angriff. Alles tot. Dieter. Du kennst ihn? Wir haben zusammen im Herrenhaus gedient, wo jetzt die Armee der Schwarzen lagert.
Er war Stallbursche, ich Jäger. Aber das war bevor... Jedenfalls ist es lange her. Wollen wir es mehr wissen jetzt, was er erzählt? Ach komm, ich zeig's euch, was er erzählt. Es war wovor? Bevor sie mich aus dem Dorf vertrieben haben. Was hast du gemacht? Nichts. Ich bin ein Sonderling. Tut mir leid, ich möchte nicht drüber reden. Ich zwing dich nicht. Musst du ja auch nicht. Also, kannst du mir zeigen, wo du die Nilfgaarder gefunden hast? Der Greif. Weißt du etwas über ihn? Oh, nicht viel. Gehört nicht zu meiner üblichen Beute. Du aber zu seiner. Schon deine Überlebensinstinkte sollten dich aufpassen lassen. Ich gehe leise durch die Wälder. Mich hört und sieht kein Greif. Ja, ja. Ich find's ja geil, dass die hier sich unsere Geschwindigkeit anpassen. Das ist ziemlich gut gemacht. Hier war's. Einer lag dort, beim Stumpf, ohne Kopf. Ein anderer hing vom Ast, ausgeweidet. Gedärme reichten bis... Pass gut auf dich auf. Nilfgaarder sind böse, richtig? Nichts zu trauern. Sie waren Nilfgaarder. Sie waren Jungs wie die unseren. Nur in schwarzer Rüstung. Jetzt Weidmanns Heil. Bis dann. Untersuchen, ja. Die Nilfgaarder haben gefeiert. Der Greif hat sie gestört. Der Boden ist schwarz, gesättigt mit Blut. Ein Lager? Diese Spuren sind älter und tiefer. Schwer gepanzert, wohl Nilfgaarder. Bin alles aufsammeln. Den Honig noch mitnehmen. Die Landschaft ist echt herrlich. Ich kann echt stundenlang rumstehen und einfach nur die Landschaft angucken. Das Greifennest. Oder was davon übrig ist. Die Leiche ist ein paar Wochen alt. Der Mann hat noch gelebt, als der Greif ihn hergebracht hat. Ein langsames Sterben. Knochen, Pferd, Hund, Mensch. Einige Monatsvorräte. Das Weibchen. Die Maden in ihren Wunden sind schon geschlüpft. Ist mindestens seit einer Woche tot. Der andere Greif muss ein Männchen sein. Tiefe Schnitte am ganzen Körper. Kein Tropfen Blut am Schnabel und an den Klauen. Hat sich nicht verteidigt. Müssen sich angeschlichen haben, als es schlief. Abgenutzte Schnabelspitze, graues Haar im Fell, 10, 12 Jahre alt. Greifen finden sich zu Paaren zusammen, wenn sie jung sind. Das Männchen muss etwa das gleiche Alter haben. Dicker Schaft, dichte Fahne, ein Königsgreif.
Das erklärt, warum das Männchen, dem ich begegnet bin, so aggressiv war. Er hat erst die Nilfgaarder hier im Wald gejagt und dann angefangen, durch die Gegend zu stromern. Ich habe getan, was ich konnte. Ich sollte mit Vesemir reden. Ja, das sollten wir. Wenn wir noch irgendwas aufsammeln, ich glaube, im Nest ist was. Verbrannt. Das können nur Menschen getan haben. Oder ein Drache. Oder so. Ja. Dann gehen wir wieder zurück ins Dorf. Der kürzeste Weg. Machen wir hier durch, oder? Ne, wir müssen hier lang. Oh, am besten. Oh, am besten nicht sterben. Oh Gott. Ein Hase. Sieht alles sehr schön aus hier. Sehr, sehr gut gemacht. Mir vorstelle, wie es wohl erst mit einer auf der vollen Grafik aussieht. Oh Mann. So, ich würde sagen, da wir gleich den Greif jagen gehen werden, werde ich mal hier speichern. Und dann geht es im nächsten Video weiter. Wir sind hier bestimmt sowieso schon seit fast einer Stunde unterwegs. Bis gleich, Leute.